Donnerwetter, seht euch das an. Ich kenne diesen Ort. Woher? Aber gut, willkommen in Hollow Bastion, der letzten Zitadelle offensichtlich. Und willkommen auch zu Kingdom Hearts. So, nebenbei. Hallo! Aber ja, das ist komisch. Das ist tatsächlich komisch. Warum spürt Sora diese Wärme in sich? Ach, du hast nur Sodbrennen. Genau, Sodbrennen, das wird sein. Aber gut, gehen wir. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Allerdings möchte ich zuerst mal speichern. Speichern ist wichtig. Speichern ist immer gut. Speichern kann man nie genug. Außerdem sind wir hier wohl bei der Kaskade der Irre. Das ist kein allzu freundlicher Name und wir nehmen einfach mal die Blubberblase, mal gucken, wo die uns hinführt. Die führt uns nämlich aus welchem Grund auch immer unter Wasser, wobei hier jetzt tatsächlich gerade irgendwie nichts ist. Und jetzt stehen wir hier auf dem Wasser, hier ist auch nichts. Oder? Ah, doch eine Kiste, immerhin eine Kiste. Ein Engelgummi. Kann es sein, dass der Engelgummi uns notfalls einmal wiederbelebt? Das wäre zumindest ganz cool. Aber gut, nehmen wir da hinten die Blubberblase mal noch. Mal gucken, die führt uns auch darunter. Das ist ja sinnlos. Okay. Na gut, den Sinn muss ich, denke ich, nicht verstehen. Wir nehmen einfach den handelsüblichen Weg hier. Ich meine, ich kann die anderen Blubberblasen ja auch noch ausprobieren. Vielleicht bringen die mich woanders hin. Vielleicht bringt mich da auch eine nach hier oben. Ah, okay. Vielleicht doch nicht. Da unten ist ein Item. Wie komme ich denn da hin? Seltsam. Aber ja, ich weiß, ich kann mich an den Wänden hier festhalten. Und so komme ich vermutlich auch an das Item da dran, aber es hat gerade nicht so funktioniert. Deswegen versuche ich einfach mal nicht von da zurückzuschweben, weil hier offensichtlich eine Zwischensequenz kommt. No vessel, no help from the Heartless. So tell me, how'd you get here? I simply believed. Nothing more to it. When our world fell into darkness, Belle was taken from me. I vowed I would find her again, no matter what the cost. I believed I would find her. So here I am. She must be here. I will have her back! Take her if you can. Stop! So, you finally made it. About time. I've been waiting for you. We've always been rivals, haven't we? You've always pushed me, as I've always pushed you. Riku! But it all ends here. There can't be two Keyblade Masters. What are you talking about? Let the Keyblade choose. It's true, Master! Maleficent was right. You don't have what it takes to save Kairi. It's up to me. Only the Keyblade Master can open the secret door and change the world. But that's impossible. How did this happen? I'm the one who fought my way here with the Keyblade! You were just the delivery boy. Sorry,
Your part's over now. Here, go play hero with this. Goofy, let's go. We have to remember our mission. Oh, well, I know the king told us to follow the key and all, but... Sora, sorry. Hey, don't move! You're hurt! Why? Why did you come here? I came to fight for Belle. And though I am on my own, I will fight. I won't leave without her. That's why I'm here. Me too. I'm not gonna give up now. I came here to find someone very important to me. Wenn das nicht mal eine unerwartete Wendung war, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sind wir unser Schlüsselschwert los. Und ich versuche trotzdem mal, ob ich bis da hinten hinschweben kann. Das funktioniert nämlich ziemlich gut. Und ich weiß auch nicht, wo Riku die ganze Zeit das... Eisrahring. Wo Riku die ganze Zeit das Holzschwert aufbewahrt hat. Aber gut, dann kämpfen wir uns jetzt eben mit dem Holzschwert und Welpen. Super. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Dann kämpfen wir uns jetzt eben mit dem Holzschwert hier durch die Gegend. Aber gut, immerhin haben wir Biest an unserer Seite. Das wird uns zumindest ein wenig helfen. Ah ja, irgendwas ist hier definitiv im Gange. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, auch was Riku angeht. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Warum kann Riku jetzt überhaupt mit dem Schlüsselschwert umgehen? Wo hat er das gelernt? Und wie kommt es dazu? Ich schätze, das werden wir im Verlauf der Serie noch erfahren. Ob wir es jetzt unbedingt schon in diesem Spiel erfahren, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber gut, gehen wir zum Eingangsportal. Teleportieren uns mit dem Fahrstuhl irgendwie. Die Teleportationsfahrstühle. So kann man es nennen. Und ja, wo müssen wir denn hin? Den Herzlosen nach wahrscheinlich. Okay, das... Okay, also ich kann gar nicht kämpfen. Ich muss mich völlig auf Biest verlassen, weil das Holzschwert, das macht tatsächlich so gar keinen Schaden, wie ihr seht. Autsch. Ach Gott. Biest. Angriff. Mach ihn platt. Komm schon. Sehr schön. Weil 144 Erfahrungspunkte sind 144 Erfahrungspunkte. Zuerst den Untergrund untersuchen, okay. Dann gehen wir halt doch den anderen Weg. Keine Reaktion. Okay, ich habe also irgendwas aktiviert. Aber gut, hier sind wir definitiv im Untergrund. Biest! Kämpfe! Ich kann gerade nicht. Ich tue gern so, als würde ich dir helfen, aber kämpfen musst du dann halt doch alleine.
So sehr mir das tatsächlich leid tut, aber es geht nicht anders. Ziemlich teleportationslastig die Welt hier. Aber gut, hier haben wir eine Truhe und einen Speicherstand. Beziehungsweise einen Speicherpunkt. Also schon mal nicht schlecht. Und bitten wir Beast doch einfach mal hier die Wand zu zerstören. Dann kommen wir hier nämlich durch und zur nächsten Blase, schätze ich, weil hier hinten ist nichts mehr, oder? Nee. Hier hinten ist nichts mehr. Dann gucken wir uns mal, wo uns die Blase hinführt. Wahrscheinlich genau dahin. Natürlich. So, über uns die Blase bringt uns wahrscheinlich nur nochmal zurück, schätze ich. Hier ist... Okay. Okay. Nein. Zum Glück sind wir hier aber nicht eingesperrt, denn hier ist noch ein Knopf und ich wette mit dir... Genau, der öffnet uns den Weg zu einem weiteren Knopf und wenn wir den drücken, kommen wir hier doch bestimmt auch wieder raus. Drück. Na, oder wir kommen da entlang, soll mir auch recht sein. Hauptsache, ich komme hier wieder raus, wenn ich die Blase nehmen muss. So, wo sind wir hier jetzt? Hier ist nochmal... Hier ist noch ein Knopf. Ah, damit kommen wir wieder hoch. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier irgendwas an Truhen oder so verpasst habe, aber... Uah, herzloser. Beast, du bist an der Reihe, weil ich kann den Knopf nicht auslösen, während der Gegner hier nicht erledigt ist. Ich kann ja mit Magie, ich kann... Magie kann ich noch anwenden, oder? Ja, das funktioniert. Ja, dann kann ich doch einfach mal Stopra anwenden. Dann kann Beast hier angreifen, wenn er... Ne, kann er nicht. Na, super. Hi, aber gut, ich kann mit... Ich kann mit Magie immerhin noch kämpfen. Das ist doch gut zu wissen. So, und jetzt kann ich zum Eingangsportal zurück. Vielleicht bringt mich die Blase ja gleich bis hinten hin. Wäre ganz cool. Ja, ich schätze, das war jetzt alles nötig, um das Tor zu öffnen. Oh. Beast, sorry. Mach's gut. Ich gehe dann mal ohne dich. Wo bin ich? Da bin ich. Ah, Beast ist raus. Sehr schön. Na, dann mache ich das nur noch mal zu. Ja, okay. Na gut. Teleportieren wir uns einfach zurück. Ich habe keine Ahnung, ob ich da hätte noch irgendwie was anders machen können, um an eine Truhe zu kommen, aber ich schätze mal, es wäre ohnehin nichts allzu Wichtiges drin gewesen. So, dann lassen wir Beast hier noch ein bisschen kämpfen. Auch einfach, weil das kann, im Gegensatz zu mir. Thunder.
Ich glaube, ich werde mich in diesem Level hier noch sehr verlaufen. Ich habe da so ein ganz ungutes Gefühl. Aber gut, fürs Erste hätte ich vielleicht hier auch den Gegner anvisieren sollen, dann könnte das vielleicht noch gehen. Ja, Biesttier, greif an. Lauf nicht an den Herzlosen vorbei, mach sie platt. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Close, I can feel it. Are you ready for them? Quit while you can. No, not without Kairi. The darkness will destroy you. You're wrong, Riku. The darkness may destroy my body, but it can't touch my heart. My heart will stay with my friends. It'll never die! Really? Well, we'll just see about that! Ah! Sora ain't gonna go anywhere! You'd betray your king? Not on your life. But I'm not gonna betray Sora either, cause he's become one of my best buddies after all we've been through together. See you later, Donald! Could you tell the king I'm really sorry? Hold on, Goofy! We'll tie them together! Well, you know, I'm the one and what for all. I guess you're stuck with us, Sora. Thanks a lot, Donald, Goofy. How will you fight without a weapon? I know now I don't need the Keyblade. I've got a better weapon. My heart! Your heart? What good will that weak little thing do for you? Although my heart may be weak, it's not alone. It's grown with each new experience, and it's found a home with all the friends I've made. I've become part of their heart, just as they've become a part of mine. And if they think of me now and then, if they don't forget me, then our hearts will be one. I don't need a weapon. My friends are my power. So, und damit kämpfen wir jetzt wohl gegen Riku und ich habe 0 MP übrig. Das ist ungünstig und wahrscheinlich auch kein Äther oder sowas dabei. Aber gut, mal gucken, wie weit wir kommen. Und erinnert euch später im Spiel einfach mal daran, wie schnell Goofy uns hier gerade geholfen hat. Ha!
Sondern ich war sehr nervös, was die Kämpfe hier angeht, aber das hier hat ja jetzt bisher eigentlich ganz gut funktioniert. Betonung auf bisher. Nein! Ach Mann! So viel! Ich war gerade am Heilen. Ich war gerade am Heilen. Ah, Mist. Ja. Das kommt davon, dass man, wenn man die Schnauze so voll nimmt. Habe ich eigentlich? Ich kann Naseweiß mal rufen. Das könnte sehr praktisch werden. Außerdem sehen wir das dann auch mal. Autsch. Jetzt habe ich leider kein Aero mehr. Und möchte die letzten MP-Dinger, die ich hier habe, tatsächlich behalten. So, aber ihr seht's, Naseweiß schickt uns hier, gibt uns hier immer wieder ein paar. Ein paar HP zurück. Was durchaus sehr praktisch sein kann gegen einen Kampf wie Riku. Aber ich denke mal, diesmal funktioniert das auch so. So, sehr schön. Haben wir uns sogar aufgelevelt, die Angriffskraft steigt. Und ich schätze, wir haben bewiesen, dass wir der wahre Keyblade Master sind. Oder sind wir? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe nicht alle Kingdom Hearts gespielt. Ich weiß es nicht. So, your heart won this battle. So, fürs Erste haben wir jetzt die weiße Triotech erlernt. Und das Biest ist wahrscheinlich stärker als Donald, aber ich bleib bei Donald. Aber ja, soweit so gut, machen wir hier eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück, wenn wir uns weiter durch die Hollow Bastion kämpfen.